Hallo und herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute mache ich einen Maulwurfkuchen mit Erdbeeren. 125 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Teelöffel Vanilleextrakt, 3 Eier, 160 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 40 Gramm Kakao und 125 Gramm Milch. Ich mache gerade den Maulwurfkuchen, weil die Ella im Kindergarten ist und meine Mama ist gerade drüben und hat einen Termin. Jetzt verrühren wir die Butter mit dem Zucker und der Prise Salz. Cremig. Die Spickzettel. Dauert jetzt wieder eine Ewigkeit. So, jetzt muss ich aber den Hocker benutzen, weil die Schüssel so hoch ist. Also, das geht am besten, wenn ihr ein Handrührgerät nehmt oder eben eine KitchenAid. Jetzt verrühre ich die Butter mit dem Zucker und der Prise Salz cremig. Zimmerwarm. Also die Butter ist zimmerwarm. Wir brauchen die Seite 387. So, weiße Maulwurfkuchen verrühren. Ich habe das Vanilleextrakt vergessen. Müsste ich mir vielleicht mal vorher durchlesen. Ja. Jetzt wird schon viel cremiger. Jetzt habe ich das 3 bis 4 Minuten umgerührt. Jetzt mache ich ein Ei nach dem anderen rein. Es wird jetzt schon ein bisschen zum Teig. Jetzt mische ich das Backpulver mit dem Mehl. Jetzt muss ich das Mehl langsam mit der Milch hineingeben und im Backpulver. Jetzt gebe ich noch den Kakao dazu. Oh. Hey, guck mal hier rein. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Mehl, Milch, gell? Oder? Und gerade eben habe ich auch den Ring
also den Backring mit Backpapier eingeschlagen. Also ich habe gerade eben den Backring eingeschlagen und jetzt kommt da der Teig rein. Oh, ich will sie jetzt da dran streichen, am Rand. Jetzt verteile ich den Teig ein bisschen im Backrahmen. So, jetzt mache ich meinen rohen Teig in den Backofen auf 170 Grad Ober-Unterhitze. Ich habe es noch nie gemacht. Gleich drin. So. Drinne, oder? Ja. So. Für die Füllung innen drinne brauchen wir 500 Gramm Sahne, 200 Gramm saure Sahne, 30 Gramm Puderzucker, etwas Sanapart zum Steifschlagen, etwas Vanilleextrakt und 100 Gramm Schokodrops. Ich habe hier den Schneebesen, also den Aufsatz für die Sahne. Da in die Sahne gebe ich jetzt die saure Sahne rein. Dann gebe ich noch den Puderzucker mit zu. Dazu. Ups, das war laut. Ein kleines bisschen Vanilleextrakt. Ihr könnt auch dafür Tonka Wonka benutzen. Beides. Also Vanille kenne ich ja besser, aber Tonka Wonka schmeckt auch richtig gut. Jetzt rühre ich es um. So, gell? Und pro 100 Gramm gebe ich jetzt einen Löffel Sanapart rein. Das war jetzt 1,5. So halber. 4. 7. Wenn ich so auf die Seite kippe, spritzt alles raus. Jetzt muss ich erstmal von der Sahne eine Kostprobe machen. Mhm. 3 Minuten und 59 Sekunden. Der sieht richtig gut aus. So, jetzt gehe ich nach draußen und hole ein paar Erdbeeren und Minzblätter. Himbeeren. Und hier sind Erdbeeren. Das sind Walderdbeeren, deswegen sind sie so klein. Lieber mal mehrere holen, dann können wir mehr naschen. Wo war Minze? Eigentlich? Ich glaube, da hinten. Oder? Ja, stimmt. Komm. So. Warte.
muss kurz überlegen, was ich sagen will. Ich überlege gerade. Ich habe hier jetzt die Sahne kurz in den Kühlschrank gemacht, für 5 Minuten ungefähr. Und jetzt tue ich die Hälfte von den Schokodrops hier unterheben. Also ihr müsst auch nicht alles reinmachen, sondern halt nur ein bisschen. Warte, stopp. Sag, wann es losgeht. Ich habe jetzt die Sahne und die Schokotrops reingemacht. Und jetzt stelle ich sie in den Kühlschrank, bis der Kuchen abgekühlt ist. Mein Kuchen ist gerade aus dem Backofen gekommen und ist abgekühlt. Und jetzt schneide ich die Erdbeeren. Dass sie später auch im Kuchen stehen können, schneide ich einfach hier ein bisschen vom Kuchen ab und legt es dann auf die Seite. Die dürfen nicht zu klein sein, sondern zum Beispiel wie die da hier. Ja. Weil sonst müsst ihr ganz viele davon pflücken und die könntet ihr dann als Deko benutzen. Ich habe gerade eben den Kuchen, der Kuchen ist jetzt abgekühlt und jetzt lese ich ihn von der Form. Probier's nochmal. Der Kuchen ist jetzt abgekühlt und jetzt löse ich ihn von der Form. Jetzt tue ich meinen Kuchen auf den Tortenretter und dort drauf mache ich dann die Sahne und die Erdbeeren rein. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es schon geschafft. Also ich habe jetzt hier einen kleineren Backring genommen und mit dem steche ich jetzt hier so einen kleinen Kreis rein. Ui, warte, ich brauche dafür ein Messer. Ups. So, und jetzt hole ich das mit der Hand raus. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Löffel rausnehmen. Warte, ich brauche eine Schale. Ich muss mir erstmal alles, ich habe alles im Video rausgeholt. Oh, das ist richtig fluffig innen drin. Ist es noch ein bisschen warm. Ein ganz, ganz mini bisschen. Jetzt lege ich nacheinander die Erdbeeren drauf. Das ist jetzt die Hälfte von den Schokodrops, die ich noch hatte. Und wenn man dann reinbeißt, dass es so crunchy wird, also halt knackt, mache ich halt noch Schokotrops drüber, über die Erdbeeren. Jetzt mache ich die Creme drauf. Jetzt muss ich sie wieder holen, den Teigschaber. Mein Lieblingsteigschaber ist weg, den ich vorhin benutzt hatte. Ja. Du weißt halt alles. So. Jetzt tue ich hier die Creme drauf. Am Anfang sieht es ein bisschen viel aus, aber dann gibt es keinen schönen Maulwurfhügel, wenn man nicht so viel Sahne benutzt. Jetzt streiche ich das so runter. Bei meiner Mama sah es irgendwie anders aus.
Ups. Ich streiche das hier jetzt so ein bisschen runter, dass es halt den schönen Maulwurfhügel gibt. Ist nicht schlimm, wenn man hier zum Beispiel ein bisschen die Erdbeeren sieht. Weil da kommen ja noch die Kekskrümel drauf. Ich muss jetzt den restlichen Teig hier, den wir rausgemacht haben, ein bisschen zerbröseln, dass ich ihn dann gleich anklatschen kann. Jetzt nehme ich mir ein bisschen mit der Hand und drücke es vorsichtig an. Der ist so wabrig. Ui, ui. Der Kuchen hier in der Schale muss bröselig sein, weil sonst gibt es halt dicke Brocken und dann kann man es nicht gut anschneiden und sieht halt auch nicht gut aus. Wieder was auf den Boden gefallen. Guck, siehst du? Warte, hier die Lücke ist gleich gestopft. Guck, gestopft. Ich frage mich, warum der Günni keine Banane isst. Im Maulwurfkuchen schmeckt es richtig lecker. Mit Erdbeeren habe ich es noch nie probiert. Maulwurfkuchen. Hast du auch nur mit Bananen gegessen? Aber der Kuchen ist auch bestimmt richtig lecker. Das ist sogar mein Lieblingskuchen. Ich muss immer auf der unteren Stufe sein, weil wenn ich auf der oberen bin, bin ich zu groß. Ja, vor allem Kekskrümel. Ich glaube, das wird klappen. Bitte klappen. So. Ich mache gerade die Deko. Löffel. Ich mache gerade die Deko. Die Erde leuchtet ja auch. Guck mal, wie viel da rauskommt. Darf unser Gast auch kommen? Ja. Ich habe ein bisschen schräg geschnitten. Ich muss echt sagen, Samira, der Kuchen sieht fabelhaft aus. Sehr, sehr, sehr schön. Ich habe es nicht durch die Mitte geschnitten. Macht nichts. Soll ich dir kurz... Das stimmt trotzdem, oder? So gut, wie er aussieht. Mhm. Du kannst das Messer... Ich weiß auch warum, weil du das Messer so hältst. Upsi. Wenn das vielleicht so, genau. Aber... Perfekt. Voll der schöne Maulwurfkuchen. Julia, hast du schon mal Maulwurfkuchen gemacht? Nee. Also Samira ist mir ganz weit voraus. Ups. Oh. Wow. So. Lecker! Wow! Hat er ein paar Erdbeeren hier? Ja, der Anschnitt beim ersten Stück ist immer ein bisschen schwierig. So, voll schön gemacht. Das ist echt toll. Siehst du hier die Dinger? Ja, die Schokodrops. Hast du die noch so draufgelegt? Aha, wie du. Cool. Okay, so. Wir probieren. Wo soll ich das Messer hinmachen? Dann müssen wir es dir ab. Gleichzeitig? Mhm. Dann warten wir noch auf die Mama. Und los. Ich will eine Erdbeere. Ja, ich will auch eine Erdbeere. Mm. Okay, ich bin die Langsamste. Oh nein, ich will auch Sahne. Mm. Voll lecker. Ja, du hast ein eigenes Mini-Mi. Mhm. Mein Mini-Mi. Und ab wann übernimmst du den Kanal?
Ich würde sagen, ab morgen und wir machen 3 Tage frei, Sally. Ja, so machen wir das. Also, viel Spaß weiterhin. Ach so, ich moderiere gar nicht. Samira, das ist deine Moderation. Ja. Warte. Ich muss gerade voll lachen. Du darfst aber ruhig meine App benutzen. Also wir können dein Rezept auch in meine App laden, okay? Mhm. Wenn du noch keine eigene programmieren willst. Okay? Also wenn du möchtest, kannst du dein Rezept in meine App laden, okay? Cool, da würde ich mich freuen. Wie so ein Gastbeitrag. Weißt du, da gibt es auch so Blogs und dann machen die so Gastbeiträge, ne? Samira, ich bin echt stolz auf dich. Du hast richtig einen ganz, ganz tollen Maulwurfkuchen gemacht. Mit Erdbeeren aus unserem Garten hier, die kleinen da oben. Das sind Waldbeeren. So süß. Also mega lecker. Ja. Okay, vielen Dank, dass wir probieren durften. Gleich schneiden wir uns noch ein Stückchen ab. Und? Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss. Tschüss. Hat Spaß gemacht? Mhm. Cool. Ist aber lecker, Schatzi. Süße Maus. Wahnsinn. Richtig gut. Ich nehme auch das Stück, was hier drauf ist. Glücklich? Stolz? Mhm. Und ich auch. Sehr cool, dass ich direkt dabei sein durfte. Ja. Da kommst du immer einmal zu Besuch und ist sie beim ersten Mal dabei. Oh mein Gott, du bist gut. Du bist eigentlich viel zu groß. Können wir die nicht noch mal in den Kindergarten geben? Dass ja. Dass die, ja, nicht komm, wir machen sie kleiner. Ja, genau. Erstmal kleiner machen. Ganz schnell kleiner machen. Oh ja, oh, so mag ich dich wieder. Oh mein Arm, kleines Baby. So ist doch viel schöner. Da kommt sie ja gar nicht alleine an die Sachen ran. Oh, so klein bleibst du jetzt für immer. Nein. Nein. Tschüss. Ich hoffe, ihr habt auch so tolle Kinder, die so toll backen können. Süße Maus. So, soll ich den Kuchen halten? Mhm. Also, dann kann Papa auch mitessen. Voll gut. Ja, richtig lecker.